Es ist endlich soweit. World of Warcraft The War Within ist da. Die mittlerweile 10. Erweiterung des ebenso beliebten wie erfolgreichen Online-Rollenspiels. Es ist gleichzeitig der Auftakt der großen World Soul Trilogie, in deren Rahmen noch 2 weitere Add-ons erscheinen sollen. Doch vorerst liegt unser Fokus auf The War Within, das mit Hilfe zahlreicher Neuerungen für frischen Wind im mittlerweile 20 Jahre alten MMO sorgt. In The War Within verschlägt es euch nach Khas Algar. Dort bekommt ihr es mit einer neuen Bedrohung zu tun, die abermals das Ende der Welt bedeuten könnte. Die Spielwelt von The War Within ist in insgesamt 4 Gebiete aufgeteilt, die thematisch sehr unterschiedlich gestaltet sind. Das reicht von den fast schon idyllischen Inseln von Dorn über die schallenden Tiefen und das malerische Heilsturz bis hin zur düsteren Region Azi-Kahed, dem Zentrum der Neruba. Im Rahmen der Story bekommt ihr es mit der mächtigen Xalatath zu tun, die Vorbotin der Leere und die große Antagonistin des Add-ons. In den neuen Gebieten erlebt ihr zahlreiche neue Abenteuer und bringt eure Charaktere auf das neue Maximallevel 80. Das gilt natürlich auch für die 10 Irdenen, die ihr Debüt als neues spielbares Volk feiern, aber erst nach Abschluss der Kampagne. Ihr erkundet nicht nur die 4 Regionen von Khas Algar, sondern auch insgesamt 8 neue Dungeons. Diese sind wie gewohnt für 5er-Gruppen konzipiert und bieten neben reichlich Beute in Form von wertvoller Ausrüstung auch herausfordernde Bosskämpfe. 4 dieser Dungeons stehen bereits bei der Levelphase von The War Within zur Verfügung, die andere Hälfte ist für das sogenannte Endgame ab Charakterstufe 80 vorgesehen. Ideal für Solisten? Wer keine Mitspieler findet, kann die neuen Dungeons auch als Anhänger-Dungeons spielen. Dann übernehmen NPCs den Job der menschlichen Mitspieler. Abseits von Quests und Dungeons hat The War Within noch mehr zu bieten. Besonders interessant sind die sogenannten Tiefen. Dabei handelt es sich quasi um Mini-Dungeons, die ihr wahlweise alleine oder gemeinsam mit Freunden in Angriff nehmen könnt. In Begleitung eines NPCs kämpft ihr euch durch Gegnergruppen und sucht nach lohnender Beute. Der Clou dabei? Je mehr dieser Abenteuer ihr erfolgreich meistert, desto stärker wird auch euer NPC-Begleiter. Dank einspielbarer Schwierigkeit sind die Tiefen auch als Endgame-Aktivität geeignet. Das ist aber längst nicht alles. Um die Charaktere noch detaillierter und somit auch individueller entwickeln zu können, führt Blizzard Entertainment mit The War Within die sogenannten Heldentalente ein. Für jede Klassenspezialisierung stehen 2 solcher Talentbäume zur Verfügung. Jeder dieser Bäume bietet zunächst ein Schlüsseltalent, das den grundlegenden Kern der jeweiligen Heldentalente darstellt. Druiden können beispielsweise als Hüter des Hains ihre Zauber zusätzlich verstärken, während sich Magier auf Frostfeuersprüche spezialisieren können. Ebenfalls interessant sind die Kriegsmeuten, das sind accountübergreifende Fortschritte auf allen Charakteren. Mit The War Within wird dies viel ausführlicher gestaltet und umfasst unter anderem Erfolge, Ruf, Sammlungen und einiges mehr. Hinzu kommen noch neue Rezepte für alle Berufsgruppen, eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche sowie mit der Tiefe Beuteschlucht ein neues PvP-Schlachtfeld. The War Within, das neueste Add-on von World of Warcraft, hat also viel zu bieten und dürfte die Fans monatelang an dem Bildschirm fesseln.